Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge The Forest Staffel 8 auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Absoluter Hard Mode, Tag Nummer 26, Folge Nummer 24. Wir befinden uns in der Base, haben in den letzten zwei Folgen die Logfarm komplett fertig gebaut und haben in der letzten Folge, ihr werdet es nicht glauben, wirklich, warum kann ich hier nichts trinken? Was soll das? Haben in der letzten Folge wirklich Besuch von Gegnern auf unserer Insel bekommen. Freunde, falls ihr die Folge noch nicht geguckt habt, auf jeden Fall nachholen. Die Folge lohnt sich. Heute Morgen ist es ruhig. Keine Gegner. Keine Gegner. Hier ist die Logfarm. Oh, nochmal gut. Nach da oben, man sieht's, hier drin können wir dann schön alles aufbewahren. Was ist denn hier los? Danke. Die macht es mit mir. Und wir haben hier die Wände nur darum gebaut, damit die Gegner nicht so schnell da dran können. Und wir haben noch einiges vor. Es muss noch einiges gebaut werden. Und ich würde sagen, damit wir wissen, was alles noch gebaut werden muss, werden wir jetzt einfach mal gucken, dass wir nach und nach die Sachen an die Base bauen. Die Sachen so hin platzieren, die ich so geplant habe, die die nächsten Folgen gebaut werden sollen, die ich fertig bauen will. Es wird echt eine richtig fette neue Liste werden. Und es sind Fallen, es sind Hasenfallen, die wir noch brauchen. Normale Fallen für Gegner will ich in der Staffel auch bauen. Hier, damit fangen wir aber an. Ich will halt die Verteidigungs-Dornwand haben. Und boah, jetzt müssen wir die echt alle einzeln platzieren. Okay. Dann aber so. Und das ist noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall bauen will. Ich will auf jeden Fall noch ja alles ein bisschen sicherer bauen. Wir wollten ein Baumhaus bauen. Wir wollten noch ja einen Aussichtsturm und einen Verteidigungsturm. Sowas in die Richtung will ich auch noch auf jeden Fall haben. Ich will insgesamt halt echt relativ viel schaffen noch. Und ja, das wird natürlich auch alles seine Zeit noch kosten. Da wir jetzt die aller... Oh, ich bin falsch runter. Da wir jetzt ja die allerersten Gegner auf der Insel hatten, ist halt meine Sorge, dass jetzt öfter Gegner kommen. Oder was heißt Sorge? Ich freue mich eigentlich. Aber die Sorge ist halt, dass wir dadurch auf unsere Base aufpassen müssen. Ich werde auf jeden Fall nicht Gebäudeschaden ausmachen. Ich will die Schwierigkeit drin behalten für mich selber, sowie fürs Spiel an sich, wenn die Gegner angreifen. Dass man aufpassen muss, dass kein Armsi deine Base angreift, dass die Gegner die Base kaputt machen können und dass auch teilweise gebaute Sachen vielleicht leider Gottes kaputt gehen. Dafür ja die Verteidigungswand und auch jetzt hier noch die Dornwand, dass wir einfach ein bisschen sicherer unterwegs sind. Ja, und das ist eigentlich der Plan für die Folge. Wenn wir das fertig haben. Schaffen wir nicht in der Folge. Ihr seht schon, wie viele Steine und Sticks und alles wir brauchen. Aber ich will auf jeden Fall damit beginnen. Dann wissen wir in etwa, wie viel wir brauchen. So. Okay, das ist einmal rum. Das ist viel. Heilige Scheiße. Und wir sind noch nicht mal fertig. Können wir die da nicht dran setzen? Nee, die kann man also nur an die Wände setzen. Okay. Ihr seht also. Wir haben einiges vor, was das alleine schon angeht. Aber dann ist die Base echt doppelt eingepackt. Ich finde einfach, und es sieht richtig geil aus. Und ja, ihr seht, das ist echt sau viel, Freunde. Ein paar Sachen habe ich ja. Die paar Sachen können wir schon mal auffüllen. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall für die nächsten Folgen geplant ist. Ich denke, hier werden wir vielleicht auch noch mal eine extra Mauerschicht rumziehen. Weil wir brauchen eh so viel. Warum sollten wir das nicht unbedingt machen? Also es wäre eigentlich nicht verkehrt. Und hier hinten in dem Bereich will ich auf jeden Fall das Baumhaus platzieren. Das können wir aber schon mal machen. Da. Wir nehmen auf jeden Fall das Schönere. Ich finde das irgendwie cooler. Das will ich. Ja, kann ruhig so sein. Hier kommt noch das Baumhaus hin. Dann, auch wenn wir da hinten schon ein kleines Camp haben, will ich am Baumhaus, einfach weil es richtig geil aussieht, wenn am Baumhaus noch ein Feuer ist und alles so ein bisschen lagermäßig noch unten steht, feiere ich das halt extrem. Muss nicht, kann man machen.
So, hier kommt, warte mal. So, dann machen wir wie so einen Kreis hier. Ja, dann hier das Baumhaus. Dann brauchen wir hier noch das Feuer. Und eigentlich kann man auch Wände hier unten um den Baum ziehen. Dann packt man sich den halt so ein bisschen zur Sicherheit ein. Aber ich habe ja gesagt, wir spielen dieses Mal nicht so auf Sicherheit. So, das wird noch ein Punkt sein, den ich abschließen will. Das Baumhaus irgendwann. Dann haben wir hier die ganzen Verteidigungstoren, die wir noch bauen müssen. Das ist auf jeden Fall ein Plan, den ich umsetzen will. Hier denke ich, ja, ich weiß nicht, ob wir da eine komplette Wand nochmal drum ziehen. Dann will ich so ein bisschen einfach zeigen, hier ist meine Insel. Haut bloß ab. Wir setzen hier überall so ein paar Stopper hin. Die haben natürlich so jetzt nicht einen krassen Sinn. Aber ich will einfach so ein bisschen auf der Insel bauen und zeigen, so hier ist meine Base und hier geht's nicht weiter, Freunde. So, die verteilen wir so ein bisschen ringsherum um die Base. Zack. Und das sind einfach jetzt so Sachen. Wir müssen die nicht immer direkt erstmal alle bauen. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die ich bauen will. Und ihr wisst dann auch schon so ein bisschen, wie es aussehen wird, wie es weitergeht. Und Falten und sowas kann man dann auch noch auf freie Fläche mal bauen, dass man so ein bisschen sich auf Nummer sicher hier einbaut und ja, dann die Fallen woanders hinstellt, dass man, wenn die Gegner kommen, die so ein bisschen in so einen Fallenparcours vielleicht sogar lockt. So, da dann hier das ist und hier ja überall Bäume wieder wachsen, packen wir den mal hier hin. So. Ja, das reicht eigentlich. Ihr seht, es ist einiges, einiges zu tun, Freunde. Wirklich sehr viel sogar. Und ich würde sagen, da auch so viel zu tun ist, fangen wir einfach irgendwo an und bauen in der Folge noch ein bisschen wild drauf los, dass wir halt nach und nach ein bisschen was geschafft kriegen. Klar schaffen wir jetzt hier nicht alles fertig zu bauen, auf gar keinen Fall. Wir schaffen vielleicht ein paar, ja, hier Barrikaden oder so. Alleine schon die ganzen Sticks, so, die werden ewig dauern bei der Base hier, weil wir ja einfach das Problem haben, dass wir immer 20 nur mitnehmen können und echt weite Wege dafür zurücklegen müssen. Vielleicht war die Dornwand auch gar nicht so schlau. Ich weiß es nicht. Freunde, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall können wir hier nach und nach jetzt einfach mal anfangen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mit an. Boah, das ist echt viel, was wir bauen müssen. Aber nicht schlimm. Meistens sieht es mehr aus und denkt man, es dauert so lange. Und dann geht es doch eigentlich relativ zackig. So, wir machen jetzt auch nochmal schön Krach hier, dass die Gegner angelockt werden. Kommt ruhig, kommt ruhig. Es gibt Gratispfeile und zwar in den Kopf. Wie viele Tanks haben wir denn noch? Jetzt sozusagen noch drei. Okay, das heißt, wir müssen auch mal langsam nachfüllen. Aber wir werden ja bald eine größere Tour machen und dann kriegen wir die ganzen Sachen eh wieder. So, keine Gegner von hinten. So. Dann bauen wir doch schon mal hier ein bisschen an den einzelnen Sachen. Ich würde sagen, zumindest eins bauen wir fertig. Dann haben wir immerhin schon mal ein so ein Barrikadenteil von den paar, die wir bauen müssen. So, komm her. Du bist fertig. Jawohl. Signalisiert. Okay, hier ist der Tod. Wir sollten nicht weiter. Klar, keine gezogene Mauer, die komplett die Gegner fernhält. Aber immerhin ein bisschen. Wir brauchen ein Seil. Ja, komm, wir riskieren, dass wir den Stoff irgendwann nochmal brauchen. Aber ist egal. So, dann können wir hier noch ein bisschen weiter dran rumbauen. Schon mal. Dann sind immerhin schon mal die Blätter gestrichen. So. Gib mir Sticks und alles Mögliche. Wir bauen einfach mal Freestyle an allem hier rum. Okay. Gib mir Holz. So. Ich will mich nicht setzen. Warum setzt du dich, Fred? Das ist aber echt viel Arbeit für einen Fred, Freunde.
sehr, sehr viel Arbeit. Holy shit, ey, das ist echt viel, was wir machen müssen. Wir müssen alleine. Oh Mann, die Stecker. Einfach nur die Sticks alleine. Die sind schon echt hammer viel, Freunde. Aber nicht schlimm. Wie gesagt, also der weitere Plan ist, dass wir auf jeden Fall von der Base aus in den nächsten Folgen mal aufbrechen wieder. Dann besorgen wir uns auf jeden Fall nochmal ein paar neue Equipment-Teile, die wir wiederholen. Und ja, dass wir halt nicht immer nur bauen, weil wir könnten jetzt an den ganzen Sachen bestimmt 5, 6 Folgen bauen. Und wir haben eh schon 2 Folgen gebaut. Ist jetzt schon die dritte. Also ich denke, nächste. Oh, komm, die Farbe gönnen wir uns diesmal. Die oder übernächste Folge werden wir auf jeden Fall mal aufbrechen. Es zieht Nebel auf. Es könnten Gegner kommen. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder irgendwelche Sachen besorgen, die uns noch fehlen. Und das ist auf jeden Fall der Plan für ja, morgen, übermorgen so, dass wir das irgendwie so machen. Und daraufhin die Tage werden wir dann gucken, dass wir auf jeden Fall hier nach und nach die Sachen fertig bauen. Wir brauchen auch noch mal Hasenfallen. Hier rennen immer Hasen rum. Die können wir uns dann fangen und endlich mal anfangen zu züchten. Dann geht uns auch auf gar keinen Fall mehr das Essen aus. So, alles auf entspannt. Wie schon die ganze Staffel über. Wir gehen alles schön entspannt an. So, gib mir hier die Sticks. Machen wir erstmal Feuer fertig. Auf, wieder was abgehakt. So. Wir sind voller Steine. Packen wir die doch erstmal dahin und sammeln wieder neue. Ich höre aber nichts. Also es sind auf jeden Fall keine Gegner da. Oh, Bambi. Yo, Bambi, was geht? Perfekt. 4 neue Stückchen Fleisch und wieder Fell für die Wärmerüstung. Jetzt können wir endlich anfangen zu sammeln. Sehr nice. So, haben wir. So. Dann wieder hier rüber. Wir haben keinen Stick mitgenommen. Habe ich den jetzt echt vergessen wegen Bambi? Oh nein. Ehrlich jetzt, Bambi. Du hast mich abgelenkt. Ehrlich, alles ist Bambis Schuld. Im Endeffekt ist alles Bambis Schuld. Wisst ihr? Ich kann da nichts für. Hallo? Liegt hier auch nirgends so ein Stick rum. So, holen wir mal kurz die moderne Axt für das kleine bisschen hier raus. Upsala. Weil die fällt ja echt schnell, weil wir die ja schon very geil abgepowert haben. Also die geht ab, Freunde. Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal ein paar Fights machen. So, dann können wir nämlich direkt das Fleisch aufhängen, bevor das gammelig wird. Haben wir draußen auch noch mal was. Überall verteilt hängt das Fleisch, bis es abfällt, weil es so eklig ist. Hallo Hase! Ich dachte gerade ein Gegner. Ich dachte für einen kurzen Moment, da hinten steht ein Gegner. Aber nein. Nur Einbildung. Einfach nur Einbildung. Echt gar nichts hier los, ne? Wieder richtig Totenstille nach gestern. Einmal sich hier hingetraut, seitdem schon wieder Schiss, die wie kleinen Säcke. Kommt nur her. Ich schlachte euch alle. Okay, wir haben langsam Hunger. Können wir uns mal hier. Nein! Oh, ich wusste, dass er die isst. Nee, das ist mir zu riskant. Wehe, wir haben uns jetzt auch noch was eingefangen. Wegen dem Bären. Oh, ich wusste, dass er die isst. Ich wusste es einfach. So. Du blöder Sack, ey. Weil direkt daneben die giftigen waren. Nein. Dann auch lieber nicht. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Weiße, weiße.
Nee, euch will ich ehrlich nicht. Hier fehlen uns Sticks. So. Nee. Geht weg mit euren giftigen Beeren. Ich will keine giftigen. Lecker Blueberries will ich. Was ist denn los mit euch, ja? Aber echt, wieder keine Gegner, ne? Ist unfassbar. Einen Tag immer so ein paar Wursthaken, die sich auf die Insel getraut haben. Und seitdem schon wieder Totenhose. Keine Sau traut sich. Die sollen nochmal kommen. Ich nehme die so auseinander. Oh, Freunde, das ist echt wieder meine Aufgabe. Puh, ey, Halleluja. Halleluja. Aber egal, wir ziehen weiter durch. Hallo. Du freundlicher Leguan. So, hier rein damit, rein damit, rein damit. Immer nur rein damit. Gratis, heute, nächste Runde rückwärts. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Oh, rückwärts. Okay, Freunde, kleiner Spaß am Rande, aber Halleluja, ich drehe am Rad. Das ist schon wieder so viel. 316 Steine, ja? So, jetzt sind es zwar nur noch 306. Aber trotzdem, 300 Steine müssen wir sammeln, Freunde. Wenn wir die geschafft haben, die paar Steine, brauchen wir auch noch ebenfalls knapp 300 Sticks. Oh, Bambi! Und außerdem noch 115 Baumstämme. Also eigentlich echt viel für die paar Klötze hier. Und das Ba- ja gut, das Baumhaus, ne? Das habe ich wieder vergessen. Boah, was ein perfekter Wurf auf ihren Booty. Es tut mir leid, Bambi. Meine gute Stute. So. Blaubeeren, die schmecken mir aber lecker. Hier, den Kopf könnt ihr essen. Ich nehme hier lieber noch ein paar leckere Blueberries. Komm her. Sehr geil. Das schmeckt mir. Den schmeckt. Lecker, lecker. So. Okay, weiter geht's. Hier haben wir auch noch gar keine hingepackt. Zack, 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 tap, tap, tap. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Du hast einen Stein übersehen, mein Fred. Boah, und dann brauchen wir echt viele Sticks. Da machen wir auf jeden Fall das wieder so wie in den letzten Folgen, dass wir uns den Logsled auf die andere Seite, also vor die andere Seite ziehen. Und ja, die Brücke wäre jetzt langsam auch schlau. Boah, wir sollten echt auch vielleicht erstmal bauen, ey. Dann haben wir einige Sachen weg und können danach immer produktiver arbeiten. Und ja, wir müssen jetzt noch einiges bauen. Die Brücke wollten wir ja auch noch machen zur anderen Seite. Und das wäre halt jetzt richtig schlau, immer mit dem Logsled dahin. Dann den voll machen mit 60, 20 noch so rein. Und dann wieder hier zurückziehen. Dann haben wir direkt 80 Sticks immer, die wir erledigen können. Und das werden wir auf jeden Fall auch wieder so machen. Aber wir müssen ja jetzt noch echt jede Menge, auf was wir hier an Steine können wir auch von hier aus schon echt gut erledigen. Man rennt immer nur ein kleines Stück, die kommen ja dann direkt wieder. Und dann würde ich auch sagen, machen wir Wand für Wand, also Dornwand für Wand fertig, weil wir können immer mit einmal gehen quasi zwei Stück schaffen. Wir brauchen, wenn ich es richtig gesehen habe, pro Dornwand 10 Sticks. Und dann können wir mal die ganzen Wände vervollständigen. Und dann haben wir auch echt einiges geschafft. Also klar, es ist viel, aber wir können echt einiges schaffen. Und man muss halt einfach nur wieder durchziehen, wie in den anderen Folgen auch. Hier ist jetzt auch schon alles fertig, bis auf das natürlich. Und ja, Schildkrötenpanzer wieder. Wenn ich sie nicht vergesse. Wenn ich sie nicht wieder mal vergesse. So, auf der Seite brauchen wir jetzt zum Beispiel nur noch Sticks. Und die können wir dann nach und nach schon fertig machen. Also eigentlich geht's auch jetzt wieder, Freunde. Man darf halt einfach nicht jammern und durchziehen. Immer schön durchziehen. Dann wird das auch. So, ganz ehrlich. Die Folgen selbst auch für mich gehen so schnell um teilweise. So, man arbeitet konzentriert an irgendeiner Sache, zack, ist schon wieder Abend und man hat den ganzen Tag irgendwas fertig gemacht.
Aber ich würde sagen, ihr wollt eh, dass die Staffel ultra lang wird, Freunde, an alle die, die noch dran sind und nicht ausgeschaltet haben. Ihr wolltet ja eh, dass die Staffel wirklich ein bisschen länger wird, wir alles in die Länge ziehen und nicht direkt ich beende quasi. Und ich würde sagen, dann bauen wir jetzt auch wirklich erstmal ordentlich ein paar Folgen und holen dann nach und nach wieder Equipment, dann wieder bauen, dann wieder Equipment. Aber jetzt erstmal hier die Sachen fertigstellen. Oh doch, hier fehlen noch ein paar. Weil dann können wir nach und nach wirklich los, haben hier unsere richtig safe, geile Base, haben hier die Brücke dann zur anderen Seite. Wir können insgesamt relativ gut dann hier jagen. Wir haben dann hier überall die Verteidigungswelle, die uns noch schützen. Wir haben insgesamt dann vielleicht auch noch den Aussichtsturm. Wir haben ein Baumhaus, wo wir mal eine Nacht drin pennen können und auch von oben schießen können, falls mal keine Amsis oder so angreifen. Und ja, ich glaube, das wäre dann eigentlich doch ein bisschen schlauer, weil wir müssen echt noch so viel sammeln und so viel machen. Wir sind jetzt aber immerhin schon unter 200 Steinen. Also es geht eigentlich recht gut voran. Und ich würde sagen, das wäre einfach das Schlauste. Und dann gehen wir mal wieder irgendwann. Vielleicht greifen uns ja auch ein paar Gegner an. Das heißt ja nicht, dass keine Gegner kommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es am Ende sein wird. So, wir haben noch 10 Steine. Ja, Freunde, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank an jeden, der auch wieder jetzt die Folge bis hierhin geguckt hat und die Staffel so krass unterstützt. Schreibt einen Kommentar, was ihr von der Idee haltet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr trotzdem mit am Start seid und die Folgen guckt. Und ja, es können ja auch trotzdem noch Gegner kommen. Es das heißt ja nicht, dass es hier so ruhig bleibt. Und ansonsten würde ich sagen, falls ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert den Kanal hier, um nichts mehr zu verpassen. Alles zum Thema The Forest, auch zum nächsten Teil. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann wirklich weiter. Haut rein, meine lieben Freunde. Peace out. Bis dahin, macht es gut.